Hallo Leute, wir haben heute kleinere Schwierigkeiten, das Video zu drehen, weil hier alles Rasen mäht. Aber wir hoffen, dass wir jetzt 5 Minuten haben. Elo, bitte. Also, jetzt noch einmal. Heidelbeere. Fahren. Kleine Vase. Elo hat schon wieder arrangiert. Ja, ich habe einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Manchmal kommt das einfach so über mich, wenn ich dann so die Sachen sehe. Wo haben wir den gekauft? Haben wir schon gesagt? Ja, haben wir beim Götz. 7,99. Gibt schöne Kürbisse. Den haben wir ja noch vom Frühling. Den haben wir ja schon bepflanzt gehabt. Das Tablett, das ist auch ein auch altes. Vom Frühling, das Februar war das, glaube ich. Hier aber einfach nur so einen alten Holzast. Den habe ich mir mal einfach so da reingestellt. Den dazu. Den Kürbis fand ich jetzt ganz cool dazu. Also einfach super, nur so ein bisschen. Schön. Jetzt habe ich gedacht, wir haben ja noch mehr Moos geholt. Das habe ich nämlich mal hier unten an die Erde gedonnert. Ich muss hier bleiben. Bleib immer da. Und dass wir hier einfach mal noch ein bisschen mit Moos drapieren. Das muss nicht überall sein, aber so ein bisschen. Ich finde es so schön, wenn es so natürlich wirkt mit den ganzen Firlefanz da drin. Und dann hatten wir ja, was ich toll finde, ist auch so dieses verschiedene Moos. Ja, die sehen verschieden aus. Seht ihr das? Das ist wie kleine Bäumchen, die aus dem Moos noch mal rauswachsen. Haben wir auch noch ein bisschen geäst drin, was ich auch ganz toll finde. Bemoost. Bemoost, genau. Und vielleicht können wir auch noch mal gucken, ob es zu viel wird. Das war eins, was noch vom Frühling irgendwo lag. Ja, das lag noch mal. Das ist richtig schön hell geworden jetzt. Ja, ne? Einfach so ein bisschen, das ist alles andere Farben. Also gerade so, das macht es ja irgendwie auch aus, finde ich, weil dann dieser Farbunterschiede da drin. Und wir bleiben auch wieder in der Farbkombi mit Grau und es ist trotzdem modern, weil es grau ist und nicht so kitschig, weil nichts Kitschiges dabei ist hier. Bei dem anderen war jetzt Männchen dabei. Ilo, was machst du? Ich habe jetzt noch ein paar Holzstücke, die wir im Wald gesammelt haben. Kann man kaufen bei Depot für 3,99 im Beutel oder einsammeln. Einsammeln. Wir sammeln die lieber. Leute, wir einfach einsammeln. Einsammeln ist gut. Das macht viel mehr Laune. Einfach noch einen Waldspaziergang. Und dann hat man doch, was man braucht. Da muss man gar nicht viel haben. Und einfach ein bisschen was drauf. Das gibt schon Farbe, ihr seht's. Das macht unwahrscheinlich viel aus. Ja, und jetzt sagt ihr einfach, haha. Und was machst du jetzt mit der Kiste, ne? Nee. Ne? No? Also, die Kiste nehme ich jetzt einfach mal runter. Da hat sich die Folie auch schon so leicht gelöst, aber das soll ja nicht unser Problem sein. War mein Fehler. Und ich habe gedacht, wir bepflanzen das Ganze nochmal. Wir nehmen übrigens auch oft Kokoserde. Das ist so selber angemischte, da muss man nicht säckeweise schleppen. Das mischt mein Mann immer an. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, kauft er die auf Amazon, glaube ich. Also die ist wirklich gut und nimmt er auch für Grasanzucht. Kann ich euch hier mal was einblenden? Die ist auch nicht so fest wie die normale Muttererde. Die ist durchlässiger. Ja, speichert aber trotzdem Wasser gut, ne, glaube ich. Ja, aber macht hier kriegen wir aber keine Staunässe rein dadurch. Und das ist das Gute an der ganzen Sache. Ich finde die sehr schön, sehr locker. Sehr und ist immer da, ne? Ist immer verfügbar hier im Hause. Verfügbar. Im Hause F. So, ich habe gedacht, so als Kontrast wäre ganz toll, wenn wir den Klee nehmen. Der Klee ist ja wunderschön. Der muss hier sowieso raus aus dem Topf. Oh ja, der ist schon ganz verstoffwechselt. Ja. Den finde ich ganz, ganz süß. Oh, hat der schöne Farben, guck mal. Ja, das ist doch echt lieblich. Oh wow, Weinrot. Sieht man gar nicht so, wenn die in ihren komischen Plastiktöpfen sitzen, die Pflanzen. Wie schön die Farbkombi eigentlich ist. Und der blüht sogar noch hier, seht ihr das? Der hier ist schon gewaltig verwurzelt. Oh, zeig mal her. Das ist richtig wurzel. Tatsächlich. Ja? Aber wir machen trotzdem jetzt erstmal, wir lassen ihn mal stehen. Ich habe schon aus dem Topf genommen. Ich werde trotzdem erstmal hier die andere Seite nochmal bestücken mit Erde, damit er richtig drin ist, bevor ich den einsetze, weil der hier ziemlich weit auseinander geht. Damit wir den auch wirklich in Erde haben. Ich finde den ja mega toll. Mhm. Die Farbe ist einfach unbestechlich. Also ja. Wahnsinn. Und so eine Kiste hat bestimmt auch jeder von euch zu Hause. Da findet sich doch was. Mensch, da kannst du alles nehmen. Da kannst du selbst 20 cm hat die, glaube ich. Ja, aber weißt du was? Kannst du alles nehmen, ja. Ja, das muss gar nicht diese Kiste sein. Leute, es gibt diese Obstkisten, die man überall kriegt, wenn man einkaufen geht. Nimmt einfach sowas auch. Mhm. Das sieht auch mega toll aus. Und
Das hat nicht jeder stehen. Das stimmt, das ist immer was Besonderes. Was wir machen, ist sowieso immer was Besonderes. Nein, das behaupte ich jetzt mal, oder? Nein, ich. Ja. Also mir ist es halt einfach wichtig, dass das Ganze nicht viel kostet, toll ausschaut. Ja. Na, und wie gesagt, wir holen viel aus dem Wald, weil wir den... Das kann auch jeder. Das kann jeder machen. Sammelt auf, was euch vor die Füße fällt. Genau. Wie bei Aschenbrödel. Ja, wir haben immer Taschen dabei. Eicheln. Oder Korb. Der ist leicht, der ist auch nicht so schwer. Damit könnt ihr super durch den Wald laufen, ohne dass ihr so belastet seid. Geht auch. Halt, ne? Weil ich dann die größeren Sachen noch mitgenommen habe. Geht auch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast wahrscheinlich eine ganze Karre hinter dir hergezogen. Ja, also manchmal hätte ich die gebraucht, ja. Da habe ich mir immer ein größeres Auto gewünscht, wenn ich dann auf dem Heimweg war. Oh ja, für die ganzen Äste und Steine und ich weiß noch im Frühling, die mal losgezogen sind und haben hier die Birkenzweige aufgesammelt. Das war schon toll. So, ja, das sieht aus, als hätten wir es gleich geschafft. Ja, super. Kann ich nicht vergessen nachher. Ey, der Schwiegervater hat ein Rasenmäher eingepackt. Ich bin ja begeistert. Zeitlotes. Ja, wir haben so das Gefühl, dass die immer Rasen mähen, wenn wir hier drehen wollen. Also ich unterstelle jetzt der Absicht. Na, ich unterstelle es jetzt einfach mal. So, den können wir ruhig noch ein bisschen. Seht ihr? Süß. Jetzt. Guck mal. Und den dazu ganz einfach. Der wächst da jetzt noch runter. Das passt. Das sieht allein schon aus wie eine eigene Landschaft da, ja, ne? Ja, das wollte ich ja haben. Das ist so. Du musst bloß mal deine Tasche da hinten wegtun. Ah. Dieses Karo ist immer im Bild. Oh. Geil. Hättest du früher schon die mal ist zwar können. Nett und schön. Naja, und die ist ja nur, wenn ich jetzt zu dir komme. Ilo muss wieder jetzt hier. Ja, nein. Ich muss definitiv den Tisch sauber machen. Ohne den geht das gar nicht. Nein. Leute, das muss halt sein. So. Ja. Ja, das ist halt ein Schäbel von mir, das muss sein. Ja, manchmal als gelernte Floristin muss man auch immer Ordnung am Arbeitsplatz halten. Ganz genau. Und vorhin hat sie erstmal bei mir hier alles zusammensortiert, da. Kleine Zapfen, große Zapfen, Holz und so weiter, hat sie alles schon schön hier zusammensortiert. Ja, was man auch machen kann, das sind zum Beispiel gerade diese kleinen Zapfen. Ach ja, zeig die mal. Die ich auch ganz süß finde. Die haben wir vorhin alle mitgenommen. Jetzt ist es ja soweit, dass man dann auch sowas noch mit einbringen kann. Oh, herrlich. Dass man dann einfach sagt, Mensch, ach, das ist doch ganz putzig, dann nehmen wir noch ein paar. Die sind doch ganz süß, weil wir haben Herbst, Leute, Herbst. Ne? Das soll Herbst sein. Soll und Herbst sein. Und es reicht sein. Doch jetzt schon. Ach, guck mal. Gelangt. Kleines Federvieh, du kannst hier mal wieder runter. Und schon ist die nächste Deko fertig. Cool. Ohne großen Aufwand, ohne viel zu kaufen, Leute. Mhm, zwei Pflanzen, die alten Gefäße benutzt. Die alten Sachen benutzt, ist immer ganz wichtig für mich. Einfach nochmal das wieder verwenden, was man hat und nicht jedes Mal kaufen. Neu kaufen und dann hast du irgendwann 1000 Kisten und weißt am Ende selber nicht mehr, was habe ich eigentlich, weil so ging es mir nämlich eine Zeit lang, bis Ilo dann kam und sagt, pass mal auf, jetzt bringst du erstmal alles her, was du hast, dann sortier mal das alles mal nach Farben, Formen und jetzt habe ich hier einmal halbwegs eine Ordnung drin. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, je nachdem, ob es euch gefallen hat. Und natürlich abonnieren würden wir uns auch freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit einem neuen Herbst-Tutorial. Wenn ihr euch was wünscht, schreibt es uns immer gerne unten in die Kommentare. Ich lese alles durch. Ich kann leider nicht mehr alles beantworten, aber ich lese alles und alles, was ich gelesen habe, versehe ich auch mit Herzchen. Also ja, dann würden wir sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß bei euren Waldspaziergängen. Das ist übrigens auch sehr förderlich für die Gesundheit. Viel an der frischen Luft zu sein, ne? Sagte schon Dr. Strunz. Ich höre nämlich gerade seine Hörbücher. Der sagt, das Einzige, was wirklich hilft und für alles hilft, ist ein langer Spaziergang. Sonst wird man abends nicht müde, wenn man zu wenig Sauerstoff kriegt, also an der frischen Luft. Und da hat er auch recht, weil so geht es mir nämlich. Wenn ich zu lange drinnen hocke und nicht draußen bin, dann werde ich abends nicht müde. So, in diesem Sinne, hat uns sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss. Timmy, tschüss. Timmy, komm mal her, du kleiner Schlingel. Hast Socken an. Ja, du weißt ja, wie sehr ich das liebe mit Socken.